Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, ich dachte, ich begrüße euch mal aus dem Hauptmenü, weil mittlerweile ist das der zweite Teil von The White March rausgekommen. Und wie man sieht, haben wir ein neues Hintergrundbild, was ich euch mal kurz zeigen wollte. Das hat mich auch voll überrascht. Also ja, wie man hier unten sieht, die weiße Mark Teil 1 und 2 sind nicht installiert bei mir noch, weil ich es mir noch nicht geholt habe, weil ich ja gesagt habe, ich will erst das Let's Play durchspielen und es dann installieren, beziehungsweise erst das Let's Play durchspielen, dann es einmal blind durchspielen beziehungsweise offscreen durchspielen und mir dann das Add-on holen und es dann vielleicht noch mal Let's Play mit der weißen Mark. Ja, das sehe ich ja bis dahin. Wobei ich euch die weiße Mark nicht unbedingt vorenthalten möchte. Aber ich so die Befürchtung habe, dass unser Haargräben, ja, unser Speicherstand mittlerweile ziemlich gelitten hat unter den ganzen Patches. Wir sind nämlich mittlerweile sogar bei Version 3. Also wie man sogar hier in den News sieht, Version Update 3 ist raus. Und ich habe so das Gefühl, das dürfte an dem Spielstand ziemlich viel kaputt gemacht haben. Auch wenn es oft stand, dass die Safe Games mit überarbeitet werden, aber es kann trotzdem ja vorkommen. Deswegen werden wir jetzt Hagrim fertig machen. Wir haben ja nicht mehr viel vor uns. Wir sind ja schon auf der Grabesinsel. Und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall. Ich finde das Spiel immer auch richtig klasse, ey. Also gut, laden wir mal. Ja, Hagrim, und zwar LP36 war die Grabesinsel. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es zum Laden nicht zu lang dauert. Und dass sich vielleicht auch mal jetzt was mit Update 3.0 an der deutschen Übersetzung getan hat. Das würde ich auch recht schick finden. Wenn zum Beispiel jetzt wenigstens mal die Gegenstände alle richtig heißen. Und es dort keine Fehler mehr gibt. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich habe das Spiel übrigens seit Patch 3.0 nicht mehr gestartet. Konnte also noch nicht nachgucken. Also seit der letzten Aufnahmesession. Dazwischen kam ja Patch 3.0. Und das zweite White March Add-on. Ich glaube sogar, wenn ich nochmal Let's Play, werde ich es vielleicht auf Englisch tun. Aber das sehen wir dann ja. So, er lädt noch. Er braucht schon ein bisschen lang zum Laden. Das ist nämlich auch so eine Befürchtung, die ich hatte durch die Updates, dass das deswegen das Safe Game so ein bisschen schlecht geworden ist. Und das liegt einfach an der Aufnahmesoftware, weil eigentlich, als ich offscreen gespielt hatte, hatte ich nicht so schrecklich lange Ladezeiten. Ja, komm schon, lad endlich. Dumm die dumm. Wenn ich dann schneide ich vielleicht einfach mal die Ladesequenz hier raus. Ab dieser Stelle. Und dann sehen wir uns gleich ingame wieder. Okay, es hat doch geladen, aber was kommt hier? Die niedrigstufigen Probegegnungszauber von hochstufigen Zauberern, Druiden und Priestern wurden durch Zauberkönner ersetzt. Steige mit deinen Wirkern in höhere Stufen auf, um entsprechende Zauber zu wählen. Okay. Ah ja. Yes. Okay. What? Dann machen wir das mal kurz, was auch immer das jetzt ist. Klassenfreischaltung. Ich kann jetzt Zauber wählen. Alba-Rüstung des Glaubens, bitte. Zauber 2. Heilige Macht. Erledigt. Okay.
What? Einmal pro Begegnung. Und das sieht sowieso allgemein ein bisschen anders aus. Das Menü fällt mir gerade so auf. Neue Kraft, einmal pro Begegnung benötigt Athletik 1, nur im Kampf. Ach ja, das ist auch neu dazu gekommen. Ja. Jeder Chuck kann jetzt einmal pro Begegnung Second Wind benutzen. Also das gibt Ausdauer zurück, je nach Athletikstufe. Und da ja meine Athletik bei den meisten Chars ziemlich hoch ist eigentlich, ist das verdammt nützlich. So, sogar Alof hat das, wobei es bei Alof halt nicht so viel bringt. Gut, Alof. Geben wir auch zwei Zauber wahrscheinlich. Also einmal hätte ich gerne kleine Geschosse. Mhm. Und verblüffendes Spektakel, Infusion des Lebens, ist jetzt Feuerstrahl, rollende Flamme, Spiegelbild. Bollwerk gegen die Elemente. Nee, ich hätte gerne die rollende Flamme. Nee, halt. Feuerstrahl, Spiegelbild. Was könnte ich ihm hiervon geben? Die nekrotische Lanze sehe ich nämlich nirgends, die ich gerne hätte. Ah doch, da ist die nekrotische Lanze. Gut. So, das heißt, die können das einmal pro Begegnung auch zusätzlich einsetzen. Das sind pro Begegnungssachen. Und die hier? Sind die wieder auf pro Rast begrenzt oder sind die immer noch pro Begegnung? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das werden wir aber rausfinden. Ja. Gut, tolle Neuerungen, ganz ehrlich. Wir erkunden jetzt die Grabesinsel weiter. Hier oben und wahrscheinlich hier kommen wir nur durch die versperrte Passage hin. Right. Sammeln wir hier erstmal Seelen ein. Ort entdeckt. Gräberfelder. Hm? Oh, da liegt was, was wir einsacken können. Okay, also schon mal ein paar Neuerungen. Gucken wir mal nach weiteren Neuerungen. Okay, sie haben, so wie es aussieht, wirklich die... Sie haben tatsächlich die Synchronisation angepasst. Das haben wir gleich, das werde ich gleich sehen. Gekritzelter Brief. Ah, warte mal kurz. Ramponiertes Medaillon macht immer noch Macht plus 1. Moment, das sehe ich, glaube ich, unter den Zauberbüchern. Mach mal Gegenstandstyp. Abgenutztes Zauberbuch, Anfängerzauberbuch. Ja, hier Macht plus 2. Mich interessieren aber eher ein bisschen so Schwerter und so. Aber das wurde scheinbar angepasst. Hier zum Beispiel Panzerbrecher zweihändig. Ja, Jungdrachenglocke. Ja, Zweihänder, zweihändig. Das wurde angepasst. Das können wir auch ganz leicht mal in dem Charakterscreen überprüfen. Name Fenris, ja. Tierischer Gefährte Kampfbonus, wo ist es denn? Waffenschwerpunkt Soldat. Genauigkeit Zweihänder, Pike, Kriegshammer, Arbalest-Akipose. Okay, das wurde schon mal angepasst, also die hauptsächlichsten Sachen. Wahrscheinlich entweder wurden die Sachen, konnten die Sachen nicht angepasst werden, weil sie in meinem Inventar bereits liegen. Also vielleicht wird das bei einem neuen Safe-Game gemacht. Oder, hier geht es übrigens hoch. Oder es ist, wurde einfach übersehen, was, naja, was passieren kann. Wenn das jetzt so kleine Details sind. Okay, da ist ein Geist, mehrere Geister und Will-O-Wisps. Hm.
Und es ist ein bisschen laut für mich, so. Let's go. Let's go. Ach so, da ist ein Will-O-Wisp hinter Dorenz. Oh, und wir haben hier aktuelle Aktionen, werden jetzt hier angezeigt, okay. Das heißt, wenn ich jetzt mit Dorenz das hier mache, dann wird mir das auch angezeigt, sehr schön. Du bist zum Beispiel jetzt gerade inaktiv. Ja. Sehr schön. Also sehr viele schöne Neuerungen, die mit Patch 3 gekommen sind. Das muss ich Obsidian wirklich anrechnen. Flasche mit Kriegsbemalung. Muss ich Obsidian wirklich hoch anrechnen, dass sie... Ups, jetzt habe ich alles in Eddas Dings geschoben. Dass sie sich so viel Mühe geben noch mit dem Spiel. Beziehungsweise, dass sie sich allgemein so viel Mühe geben, weil das Spiel hat auf Kickstarter ziemlich viel eingebracht, eigentlich. Ein Amulett der Macht. Ja, das nehmen wir mal mit. Mal gucken, wer das gebrauchen kann. Let's go. Und dann schalten wir diesen Wisp aus. So. Gut. Weil die haben ziemlich viel Geld mit auf Kickstarter damit eingenommen und dafür sind sie noch ziemlich arg dahinter, muss ich ehrlich sagen. Maximale Ausdauer 15 ist gar nicht mal so schlecht. Verteidigung gegen Zauber. Heilungsbonus. Heilung erhalten, ach so. Intellekt, Entschlossenheit und du hast ein Abwehramulett. Ja. Wenn ich dir das gebe, macht das gar nichts, weil du hast schon etwas, was Macht erhöht. Ja, Macht plus 3. Das ist mit die Palegina. Du hast, glaube ich, auch schon etwas, was Macht plus 2 gibt, ja. Die Schultertuch, Aura der Dings da, ja. Hast du irgendwas, was Macht gibt? Verfassung, ja, Macht, okay. Durenz hat wahrscheinlich auch schon irgendwas. Was bringt eigentlich die Flasche mit Kriegsbemalung? Oh, sehr viel. ja, wollte ich jetzt gerade nicht vorlesen. Und bei dir bringt das auch nicht allzu viel. Also geht das Ganze mal ins Versteck. So. Trank des unheimlichen Schützen. Hm. Ausdauertränke ist alles in Ordnung. Ja. Oh. Nivarias habe ich ganz vergessen. Der kann ja auch jetzt zwei Zauber. Sonnenstrahl klingt nicht schlecht, also ich gebe hier Varias jetzt irgendwas, weil ich jetzt keine Lust habe. Und Insektenschwarm, ja, auf jeden Fall Insektenschwarm. Gut, weil ich jetzt gerade keine so große Lust hatte, mich mit seinen Zaubern jetzt noch am Ende zu befassen. So, Gräberfeld. Das heißt, wir können noch hier hinten rum. Können noch die Leiche plündern, die Blutstein und anderes Zeug mit sich rumträgt. Wow. Und da kommt mal wieder dieses krasse Leute auf dem Scheiterhaufen. Zeug. Okay, ihr seid Seelen, ihr seid nicht gefährlich. Ich höre aber mal wieder so eine die Mempef gerade, das waren diese Pseudonymphen. Da, ne, Ken Gwala. Oder Ken Gwilla. Let's go. Heulen.